Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast, der Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der sich erfolgreiche Menschen anschaut und sich dann genau überlegt, wie sind die dorthin gekommen. Und heute habe ich einen richtigen Superstar der Branche, wenn ihr nämlich mein Bewohnermodell kennt. Um euch ein Beispiel zu geben, ich habe mit meinem Social-Media-Team gesprochen, habe gesagt, heute interviewe ich den Pascal Fay und alle haben gesagt, unglaublich, kann ich mich nur dahinter stellen und zuhören, weil er ist einer der ganz, ganz Großen in der Branche. Er ist vor allem auch Vorbild für viele, die sich in dieser Weise selbstständig machen können, hat ganz viele Firmen gegründet. Eine heißt zum Beispiel Mehr Geschäft, da hilft er Menschen online eben Geld zu verdienen, was er selber vorgemacht hat. Dann gibt es noch Umsatz.com, da lernst du, wie du Umsatz machst. Und auf großen Bühnen ist er auch noch unterwegs, ist einer derjenigen, der wirklich als Name Programm geworden ist. Und ich bin super froh, dass du heute im Podcast bist. Herzlich willkommen, Pascal, aus der Berghütte, da sitzt du gerade. Live aus der Berghütte. Tobi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Ich freue mich. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sprechen hier über ein ganz spannendes Thema heute, nämlich das, wo unglaublich viele, gerade junge Menschen, auch rein wollen in den Markt. Dennoch ist die Nische natürlich wie immer klein in jeder Branche. Bevor wir darüber sprechen, was so deine Hacks sind, was deine Geheimnisse sind, möchte ich gerne ein bisschen wissen, wer Pascal ist und wie du dorthin gekommen bist. Das machen wir immer in dieser Podcast-Reihe. Erzähl mir mal, als der Pascal klein war, so 2, 3, 4, so die ersten Kindheitserinnerungen. Wie bist du groß geworden? Wie war das? War super. war super. Ich komme aus einer sehr ganz normalen, aber sehr lieben Familie. Nichts Besonderes aus Wuppertal, wie du ja auch. Meine frühesten Erinnerungen, weiß ich gar nicht, aber also ich war auf jeden Fall Schwebebahn. Die Schwebebahn fand ich aber gar nicht so spannend, also Wuppertaler Film, den nicht so spannend. Nee. Ich war ein Kind, was viel draußen war. Ich hatte zwar auch ein Kinderzimmer, war ich noch nicht. Ich war immer draußen, habe viel Unsinn gemacht. Ich war, glaube ich, sehr wild, vollkommen furchtlos. Welchen Stadtteil? Das wäre jetzt für die Wuppertaler noch wichtig. Vorwinkel natürlich. Ach du liebe Zeit. Ja, sicher. Ja. Fährt die Schwebebahn hin bis Vorwinkel. Genau, gerade noch. Also furchtloser Pascal, wie waren deine Eltern? Waren die selbstständig oder angestellt? Sowas finde ich immer spannend. Waren angestellt. Also meine Mutter hat uns großgezogen. Mein Vater war mal sehr, sehr viel arbeiten, aber auch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Aber unternehmerisch denken, sagen wir es mal so. Mein Vater ist schon sehr... Also war auch hohe Managementposition, ja. aber nicht Unternehmer. Und der hat mir auch immer so diese Denkweise mitgebracht, alles geht, keine Grenzen und war immer vollkommen anti-autoritär. Meine Mutter war ein bisschen erratischer in ihrer Erziehung. Das war manchmal nicht ganz klar für mich zu identifizieren, was ist jetzt eigentlich gut und was ist nicht gut. Das hängt, glaube ich, immer noch in mir drin. Was will sie jetzt, genau? Ja, genau. Ich habe mit Autoritäten so meine Probleme. Ja. Aber ansonsten, ich war, glaube ich, ein sehr liebes Kind. Ich war furchtbar schlecht in der Schule. Ja, das heißt, also furchtbar schlecht, sagen immer viele und sagen dann, oh, ich hatte eine 2. Was ja, heißt? Nee, den gehöre ich nicht. Ne? Das waren immer die Liebsten, weißt du, wenn wir eine Arbeit zurückgekriegt haben. Ja, die Mädels, ich habe ganz schlechtes Gefühl. Ja, warte, nur eine 1 minus. Oder? Ja, genau. Bei mir war schlechtes Gefühl auch 5. Das war schon, gutes Gefühl war 3 plus. Okay, das heißt, was für eine Schulform warst du? Ich war auf dem Gymnasium, ich habe auch Abitur gemacht, ja. Aber kein berauschendes. Ich bin früh auch mit den Lehrern immer angeeckt. Also ich hatte so eine Handvoll Lehrer, die waren sehr großer Fan. Mhm. Die wussten mich irgendwie zu handeln und die anderen waren zwischen verzweifelt bis hin zu, ich hatte auch mehrere Klassenkonferenzen, meine Eltern mussten immer kommen und die Lehrer haben gesagt, du bist verhaltensgestört und all sowas. Haben wir ja eine große Gemeinsamkeit schon, war bei mir auch so. Auf welcher Schule warst du? Gymnasium Vorwinkel. Ach ja, okay, das war von mir weit weg. Das war wie eine andere Welt, Vorwinkel. Wo warst du denn? Ich war ja auf 5. Ich war auf dem Dörpfeld, auf dem Anna, auf dem Schulzentrum Süd, auf der Else, auf der Leipziger Straße. Also ich war überall. Du hast alle durch. Nur bei uns warst du nicht. Nee, bei euch war ich nicht. Naja, also so war das. Und also, wie war ich als Kind? Behütet. Alles gut. Ich habe früh... Lass mal einmal kurz fragen, die Schüler, die dich gesehen haben. Ich glaube ja ganz stark, dass so Sätze prägend sein können. Die Fanlehrer von dir, was haben die denn gesagt? Du bist besonders, aus dir wird was Großes. Was ist so ein Satz, an den du dich erinnern kannst? Mein Mathelehrer hat gesagt, Pascal, du wirst entweder, 3 Sachen, Bundeskanzler, du landest im Gefängnis oder du wirst Millionär. Hast du 3. gemacht?
Ich habe gesagt, Bundeskanzler, verdienst du nicht genug, Gefängnis ist auch kacke, bleibt da nicht viel übrig. Ne? Wirst du Millionär. Aber das heißt, nachdem du Abi gemacht hast, bist du mit dem Gedanken ziemlich schnell dahin gegangen, okay, ich mache mich selbstständig, oder hast du erstmal was als Angestellter gearbeitet irgendwo oder Ausbildung nicht gemacht? Nee, ich war nie angestellt. Das kam für mich auch nicht in Frage. Interessanterweise hatte ich immer so 10. Klasse, so ich will was mit Menschen machen, da war ja BIT, Berufsinformationszentrum Barmen. Ja, da war ich auch. Ja. Kam bei mir Florist raus. Bei mir kam Regisseur raus. Was mit Menschen, ne? Ich mich nicht wiederfinden können und alle so mit ihren, oh, dann was will ich mal werden? Und ich wusste das schlichtweg nicht so wirklich. Ich wusste immer nur, es wird schon. Ne? Ich hatte so ein Urvertrauen. Und dann hatte einer meiner besten Freunde hatte eine Freundin, ja, und deren Vater fuhr einen Porsche 911. Was wolltest du? Da habe ich gesagt, boah, was macht der? Ja, Tierarzt. Ja, super, werde ich Tierarzt. Ja, und dann habe ich aber, da musste ja Latein können, hatte ich nie. Und dann musste dann lernen, habe ich dann auch wieder schnell abgehakt. Und dann war mir schon relativ schnell klar, dass ich auch in die kaufmännische, in die unternehmerische Welt wollte. Hatte auch mit 17 schon mal so die ersten leichten Unternehmensgründungsanflüge. Also ich so ein kleines Unternehmen, habe zwei Freunde angestachelt, Orcon habe ich das genannt, Organization Concepts. Ja. Ich wollte halt, sagen wir mal, ja, lästige Dinge den Menschen abnehmen. Du musst zur Behörde, gib mir eine Vollmacht, ich mache das für dich. Du hast keine Zeit, musst aber noch einkaufen, komm, ich mache das für dich. Also sehr breites Spektrum, vollkommen absurde. Ja, es geht. Also sie war einfach null, es hatte einfach null Spezialisierung. Es war so nach dem Motto, du hast was zu tun, hast keinen Bock, keine Zeit, ich mache das. Ja. Nicht ganz spezialisiert genug, aber mit 17 war es okay. Dann habe ich beim Bundesministerium für Wirtschaft mir schon die Unterlagen anfordern lassen zur Existenzgründung und so. Habe mich da reingegraben, aber irgendwie alle Freunde wollten nicht so richtig. Und dann habe ich Jacken mir machen. In meine Winterjacke habe ich mir so ein Logo von Orcom draufsticken lassen, war da ganz stolz drauf. So, und nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht. Auch in Wuppertal? In Hahn. In Hahn, okay. Als? Als psychosoziale Betreuung der Bewohner eines Altenheims. Ah ja. Da war ich bestimmt dann mal mit dem Rettungswagen. Was bist du für ein Geburtsjahr? 79. 79, ich bin ja 77 geboren. Ja, wobei das damals um ein Jahr wahrscheinlich dann doch verpasst. Ja. Ja, und also psychosoziale Betreuung heißt eigentlich, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Dann habe ich, das war auch sehr spannend, ich habe die Gymnastikgruppe geleitet und da bin ich besonders stolz auf den Seidenmalkurs. Oh, den schön. Hab ich auch Seidenmalerei im Robinson-Club. Wunderbar. So, das war also Zivildienst und danach... Ich wollte studieren auf einer Wirtschaftsuniversität, Witten-Herdecke. Mhm. Das ist so eine Elite-Wirtschaftsuniversität. Da wollte ich studieren. Privat? Das ist eine Privatuni, ja. Und dann bin ich da hingegangen zu so einem Tag der offenen Tür. Und das war halt, wir wurden rumgeführt, um das zu zeigen. Und dann hattest du ein kurzes Gespräch mit einer Dame. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was für eine Funktion die hatte. Und ich war, wie alt war ich denn? Das war noch während des Zivildienstes. Ich glaube, ich war 19. Ja, ich war 19. Und dann hatte ich dieses Gespräch und sie interviewte mich also, ja, und sagst du meine Noten, ich war jetzt nicht so der typische Fall für diese Universität, da gehen ja eher so die Guten hin. Und auf einmal entwickelte sich dieses Gespräch in diese Richtung, dass sie mich fragte, ja, hast du denn auch schon, oder haben Sie unternehmerisch irgendwelche Erfahrungen? Und ich so, ja, hier dieses Orcon, das ist also eine tolle Idee, ich habe das nur so in Ansätzen, aber das würde ich gerne und so weiter und so fort. Und dann guckte mich an, das war eigentlich also vollkommen doof von ihr, und das sitzt auch heute noch in mir, muss ich sagen, guckte sie mich an, holte einen Zeitungsartikel von zwei Studenten dieser Universität, die irgendein Stromunternehmen gegründet hatten, eben das nicht gemerkt, was das war. Und ich sollte mir das mal kurz durchlesen. Hier ist sie so, boah, das ist ja cool. Sie so, ja, das sind Unternehmer. Sowas, was sie da vorhaben, das ist, also hat das völlig vom Tisch gewischt. Also richtig arrogant und sehr unangenehm für mich. Mhm. Und sowas hat mich immer schon getroffen. Ich habe das, alle, die mich kennen, sagen immer, Pascal, den kann man nicht kränken und so. Doch, doch, man kann mich sehr schnell kränken, sehr tief sogar. Mhm. Man merkt das nur nicht. Ich bin da sehr gut drin, das zu überspielen. Und das hat mich sehr stark getroffen. Und, naja, dann bin ich da raus. Die war ja auch eine Instanz in dem Moment, ne? Du bist ja da an einer Hochschule, bist ja noch nicht so weit im Kopf und denkst ja, die werden ja wohl recht haben hier. Machen das ja hauptberuflich. Zumal das ja auch noch sogar eine Elite-Uni war. Ne? Also nicht nur Uni, sondern richtig gut. Mhm. Naja, war doof für mich. Und dann hieß es aber, okay, um da studieren zu können, brauchst du sowieso mal 2 Jahre Berufserfahrung.
Und dann habe ich gesagt, ja, was machst du? 2 Jahre, wie soll das gehen? Ja, sie können eine Ausbildung machen, sie können aber auch so arbeiten gehen oder so. Dann habe ich gesagt, also Ausbildung, wie, ich gehe jetzt nicht mehr, keine Ausbildung. Arbeiten gehen einfach so planlos, fand ich auch doof. Also habe ich mehrere Firmen angeschrieben. Mhm. Mir war es immer wichtig, so vertikale Vertriebssysteme kennenzulernen, sprich also Filialsysteme, Franchise-Systeme, Ketten. Und habe angeschrieben, Vodafone, Eismann, Douglas, habe die einfach angeschrieben und gesagt, guten Tag, das bin ich. Ich möchte gerne lernen, Vertrieb, das war mir schon klar, ich möchte Vertrieb lernen, Aufbau von solchen Filialsystemen, weil mir war schon klar, ich muss was Großes aufbauen, also schreibe ich denen auch, ich will da lernen, wie es geht. Und habe gesagt, ich muss auch nur ganz wenig verdienen, sodass ich irgendwie gerade noch so meine Miete zahlen kann. Ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung. Okay. Und habe das ganz vielen Firmen geschickt. Ich war aber dann bei Vorstellungsgesprächen Douglas, bei Vodafone, Eismann und Co. Und so weiter. Die haben dich zumindest alle eingeladen. Die haben mich alle eingeladen. Warum glaubst du, haben die dich im Nachgang eingeladen? Weil ich höre ja ganz oft von jungen Leuten, die kriegen nicht mal eine Absage, obwohl die Bewerbungen erstmal gut aussehen. Vielleicht war das der Unterschied. Meine Bewerbung sah überhaupt nicht gut aus. Ich war da auch immer ein bisschen unsicher, weil so meine ganzen anderen ja, Ex-Mitschüler, die sich dann auch in diesem Bewerbeprozess befanden, die hatten natürlich geleckte Bewerbungsunterlagen nach dem klaren Schema, wie man es macht. Das war mir ganz gar nicht so aus. Klar hatte ich einen Lebenslauf und sowas, aber ich habe in das Anschreiben, ich war immer sehr zielorientiert. Ich habe von meinem Vater, als ich 17 war, 2 dicke Ordner bekommen. Vielleicht kennst du das. Das ist nach Wolfgang Neves die EKS, engpasskonzentrierte Strategie. Mhm. Sauteuer. Das ist eine Managementlehre. Und die habe ich gelesen mit 17. Und die besagt, also können wir jetzt tagelang drüber sprechen, aber die besagt... Machen wir unten in die Shownotes mal rein, ne, was das ja, ist. Ja. Die besagt, denke engpasskonzentriert und Ziele fokussiert. Mhm. Und das hat sich tief in mein Gehirn eingebrannt, schon sehr früh, sodass ich auch in diesem Anschreiben schon sehr klar geschrieben habe, also guten Tag, das ist mein Ziel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ihr Ziel ist. Lassen Sie uns das beides doch mal matchen. So, sehr, also, sehr clever. So, ja, so fein habe ich es jetzt nicht ausgedrückt, klar. Aber im Wesentlichen war das die Message. Ich würde gerne fragen, mit 17, als du das gelesen hast, hattest du Freunde, die auch solche Sachen gelesen haben oder waren die Moped fahren und feiern? Die waren alle feiern und Moped fahren. Ich auch. Ja. Aber ich habe das trotzdem gelesen. Ne? Also ich habe immer wenig in meinem Leben gelesen, so bis 16. Ja. Und ab 16 habe ich angefangen zu lesen, aber nur Businessbücher. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte schon früh in mir drin... Das geben viele nicht zu, aber ich hatte immer schon in mir drin den Trieb, Geld verdienen. Ich will Geld verdienen. Wie, weiß ich noch nicht, aber ich muss schwerreich werden. Mhm. Und der Weg dahin war Rossen Business. Und deshalb habe ich angefangen, mich in diesem Bereich weiterzubilden. Das Schwierige war nur, dass ich diese Bücher gelesen habe und null Praxisbezug hatte, demnach also gar nicht so diese Transferleistung herstellen konnte. Ja. Dinge, die liest ein Buch zu, wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Ja. Aber egal, ich habe einfach gelesen und gedacht, wird schon richtig sein. Dennoch, für die jetzt hier zuhören, du bist ja in der Bewerbung dann wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen extrem, also sonst hätten sie dich ja nicht eingeladen und die anderen nicht, selbstbewusst aufgetreten. Ne? Das wird wahrscheinlich ein so ein Hack sein, sich nicht direkt irgendwo drunter stellen, sondern sagen, hier, das könnte ein Match für uns beide sein, anstatt bitte nehmt mich, ich bin so toll. Das ist aber genau der Punkt. Ne? Also ich war mit Sicherheit oft zu, wenn du so ein Metronom anguckst, zu stark in die eine Richtung, hey, nehm mich mit, ich bin hier der Coolste. Also, ne, das, viele haben ja auch immer gesagt, du warst immer wahnsinnig arrogant. Aber eines ist völlig klar, genau, seid mutig. Also, ich hatte halt einfach nie Angst. Mhm. Ne? Also, ein bisschen großer Fressefaktor, aber nicht große Fresse im Sinne von arrogant, sondern im Sinne von, ich gehe irgendwo hin. Let's do it, genau. Ja. Und was ich immer schon getan habe, war eben so dieses What's in it for you? Hm. Das ist dieses, was ist mein Ziel und what's in it for you? Das habe ich immer verstanden, sehr früh schon. Das war auch, glaube ich, die einzige Eins, die ich in meinem Leben mal in der Schule in der Klausur hatte, in Deutsch, bei der lieben Frau Stefan, Hermine Stefan, leider verstorben, die war toll. Da ging es nämlich um Werbung, um Analysieren einer Werbeanzeige. Und ich hatte mit Abstand die beste Arbeit in der gesamten Klasse, obwohl ich sonst immer der Schlechteste war. Ich weiß nicht warum, aber es lag mir halt immer. Ne? Also dieses Verstehen, okay, wie kriege ich den Nutzen für die andere Partei formuliert und mich da reinversetzen, gedanklich. Ist ja auch gerade ein hochspannendes Thema. Wir sehen ja, Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Switch mache, wir sind ja jetzt gerade im Wahlkampf. Es gibt Parteien, die machen genau das, die sagen dir, was hast du davon? Natürlich. Und manche streuen, wie in der Schule, alle Inhalte über alle und niemand versteht mehr was. Genau, ja, das gleiche Thema. Ja, genau. Ich glaube zu verstehen, welche Partei du meinst.
Ja, also auf jeden Fall, deswegen haben die mich vielleicht eingeladen. Nicht alle fanden mich toll in den Gesprächen, aber ein Unternehmen war richtig cool, das war Eismann, da war ich dann. Ein anderes Unternehmen war richtig cool, war Mr. Minute, da war ich auch. Und da bin ich durch die Abteilung gegangen, ne? Beim Außendienst mitgefahren, Vertriebsinnendienst mir angeguckt, die Marketingabteilung und dann so mal einen Monat da, mal 2 Monate dort. Dann hatte ich die Chance, für ein paar Monate nach Australien zu gehen, für Mr. Minute nach Sydney. Das war sehr, sehr cool, Cool. um Aber immer denen, direkt weil Vertrieb, ne? Also Vertrieb, immer das war Vertrieb, ja. so. Ja, also Delfin oder Hai, ne? Klar. Also Eule ist bei mir ja nicht ganz so, das ist auch, aber wenig. Die auch wichtig sind, ne? Sonst Die gäbe auch wichtig sind. der Eismann nicht, da wäre nämlich leer das Auto. Absolut, absolut. Genau, wäre leer. Hätte jede Menge Kunden, aber Ja, gibt halt aber nichts. ein buntes, schönes Auto. Genau. Ja, und dann ist lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir also so ein richtig schönes Programm zusammengestellt, um diese 2 Jahre voll zu kriegen. Dann war ich noch ein halbes Jahr knapp in den USA und habe am Telefon Mundharmonikas und Akkordeons verkauft. Das war auch richtig cool für ein deutsches Traditionsunternehmen, ein paar hundert Jahre alt, die eben Mundharmonikas und Akkordeons herstellen. Und die haben gesagt, Kaltakquise oder warme Leads? kalt, Nee. kalt. Ich bin dahin, die haben gesagt, okay, wir könnten dich brauchen, mach mal ein halbes Jahr, bau mal Telesales auf. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe gesagt, okay, habe ein Buch gelesen von Edgar Gefroy, kannst du in die Shownotes packen, eines meiner Vorbilder aus Düsseldorf, ein Coach, Edgar Gefroy, der hat unter anderem das Buch geschrieben, das Einzige, was stört, ist der Kunde. Und der hat das 7-Kontakt-System entwickelt. Der sagte also, pass auf, wenn du einen kalten Kontakt vor dir hast, ruf den nicht direkt an, sondern schick mal einen Brief, schick einen zweiten Brief, telefonier hinterher, also mehrere Kontakte, so aufwärmen. Und dann habe ich gesagt, alles klar, wie könnte ich das in den USA machen? Habe die Firma gefragt, haben wir denn irgend so eine Sample-Mundharmonika, wo ich ein paar hundert Stück von haben kann, die würde ich gerne verschicken. So, ja, okay. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich Folgendes. Ich schreibe einen Brief und settle uns als Firma in diesem Brief, als Traditionsfirma aus Deutschland. Und kündigen den Brief nur an, freuen Sie sich, ich werde Ihnen in wenigen Tagen eine unserer besten Mundharmonikas gratis zusenden, mit einer CD von einem Weltklasse-Mundharmonikaspieler. Das war der erste Brief, den habe ich abgeschickt. 2, 3 Tage später habe ich einen zweiten Brief mit der Mundharmonika und dieser CD, wo so ein weltbekannter Mundharmonikaspieler diesen Song, irgendeinen Song auf dieser speziellen Blackbird hieß, die Mundharmonika gespielt hat, habe ich wenige Tage später hinterher geschickt und dann habe ich angerufen. Und dann. Eine Frage habe ich, das war also kein Profile-Marketing, das war qu einfach quer in ein Wohngebiet rein, oder? Nee, 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 nee. B2B, Okay, Profile Marketing, okay, okay. B2B an Musikhändler. Also ich hatte einen Ah, okay, Katalog ich dachte, mit du hast jetzt allen. nach The Nee, Bronx. was will? Nee, okay, sorry, die Information ist sehr wichtig. Also an Musikhändler. Ja. Ich hatte einen Katalog mit allen Musikhändlern in den USA und dann habe ich mir die größten Bundesländer, Staaten genommen und hatte insgesamt, ich weiß nicht wie viele, 300, vielleicht waren es auch nur 250, vielleicht waren es auch 400, ich erinnere mich nicht mehr genau. Musikhändler, denen habe ich Ja. das geschickt. Und da habe ich hinterher telefoniert. Super Ne? spannend. Kannst du dich noch an die ersten Sätze erinnern, wenn ich dran gehe und sage, Hi, this is Beck's Music Store, who is that? I'm the Mundharmonika Guy, oder was hast du Ja, gesagt? ich habe immer gesagt, Hi, I'm Pascal from Weltmeister. You don't know me, but two things. First thing from my accent, you hear I'm from Germany. And second thing is, I'm the guy that sent you this harmonica. Okay. Und dann zack, war ich im Thema. Das war mal Klar. super. Ich habe mit denen über alles gesprochen. Ich hatte so viele Einladungen. Oh, you have to come to Washington, bla bla bla. War immer sehr lustig. Und ich habe auch echt eine Menge verkauft. Also das ging Schön. ganz gut. Und das hat Spaß gemacht. Ich liebe das einfach. Wir, Ich wir haben gerade schon, liebe. wir haben gerade schon wieder einen Hack. Ich glaube, wo viele hier genau zuhören müssen, du hast Telesales gemacht, du bist im Eiswagen mit rumgefahren. Ich erlebe bei ganz vielen jungen Leuten, dieser Sales online soll am besten sofort und ohne Proof of Concept laufen. Ja. Das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Ne? Wenn ich gefragt werde, ich gebe relativ viele Interviews, was sind so deine Stärken, dann würde ich sagen, breite Klaviatur. Es gibt ja zwei Theorien, die sagen, so wirst du erfolgreich. Das eine ist Spezialisierung und das ist so auch das Populärste. Die meisten sagen, spezialisier dich. Ist auch gut, wenn du irgendwo ein Spitzenmitarbeiter werden Klar. möchtest. Dann spezialisier dich. Aber wenn du gute Unternehmerin, guter Unternehmer werden möchtest, dann musst du eine breite Klaviatur spielen können. Spezialisier dich mit deiner Firma, aber nicht dich als Person. Du Ja. als Person musst ein Generalist sein und das kriegst du ja nur hin durch Praxis, ne? Ja. Also von daher genau das, Tobi, was du sagst. Praxis. Geh raus, geh auf die Erlebst du das Straße. denn auch gerade? Also ich habe so den Eindruck, viele bauen sich selbst als Marke auf.
Und ich habe in einem meiner ersten Psychologiebücher gelesen, Menschen können ja nur Stars machen. Du kannst dich ja nicht selber zum Star machen. Also in einer Diktatur geht das vielleicht durch. Aber das erlebe ich bei ganz vielen. Und denen fehlt halt, oder vielen, dieses mit dem Eismann mal rumgefahren zu sein oder wirklich am Telefon mal Dinge zu tun, die unangenehm sind. Ja, natürlich. Also man kann sicherlich auch gerade heutzutage über das Internet so dieses Guten Tag, mein Name ist Uwe, ich bin jetzt der Experte für. Das kann schon klappen, ne? Bis zu einem gewissen Level. Aber um es richtig groß zu machen, geht das nicht. Und ich sage mal wieder auch jetzt gerade mal so in dieser Online-Szene, ne? So diese ganzen Gurus, die es gibt. Ich sage denen immer, ja komm, ich gebe denen mal nur 2 Tage, dürfen sich aussuchen, irgendeine Firma von mir. Ich glaube, die würden nach 2 Tagen weinend zu mir rennen und sagen, nimm das wieder weg von mir. Ne? Weil es ist halt mehr als nur ein paar E-Books verkaufen online oder... Also ja, beobachte ich auch. Deswegen, es gibt nichts Wertvolleres als Praxiserfahrung, als rauszugehen, richtig auf die Fresse zu kriegen, zu lernen, Transferleistungen hinkriegen und dich zu verbessern. Ne? Ja. Und mir kann auch keiner was erzählen. Ich habe in meinen Firmen, ich habe auch Außendienst in manchen Firmen, ich habe Telesales und wenn die mir sagen, ja, die Kunden, bei uns ist alles ganz anders, es geht nicht, ja, dann glaub mal, ich nehme den Hörer in die Hand und telefoniere selber und zeig's denen. Ne? Ich zeig's denen. Klingt bisher natürlich erstmal nach einem großen, wilden Abenteuer. Bist du mit irgendwas auch mal dagegen die Wand gefahren? Ja, oder wahnsinnig. Hat das alles geklappt? Nein, ach, um Gottes Willen. Nee, ich bin unfassbar gegen die Wand gefahren. Meine allererste Firma, das war ein solches Auf und Ab. Ich hatte die Zeiten, da war ich dann so, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 24 oder so. Da kam ich nach Hause und denke mir, Mensch, wieso ist denn die Tür auf? Ja, erklärte sich relativ schnell, der Gerichtsvollzieher war halt vor mir da. Und also kein Scherz, ne? Alles mitgenommen, weil ich Rechnung nicht mehr bezahlen konnte. Und oh. Wie kam es dazu? Warst du in deiner Welt gefangen oder wie kam das dazu, dass du das, ich höre ja, deine Eltern waren ja sehr werteorientiert, sonst hätte dir auch diese Ordner nicht gegeben. Wie kamst du dazu, Rechnungen nicht zu bezahlen? Weil kein Geld da war oder weil du es einfach vergessen hast? Beides. Hm. Weil so in den allerersten Firmen, oder so auch in der allerersten, ich war immer wahnsinnig gut da drin, Dinge aufzubauen, Firmen aufzubauen, Vertrieb, Vermarktung, aber natürlich extrem nachlässig im Detail, insbesondere was das gesamte Thema Finanzbuchhaltung etc. angeht. Und du lernst es ja auch nirgendwo, ne? Nicht und, so, wie du es brauchst. In der Praxis lernst du es nicht. Genau. Wenn es doch mal wenigstens einen Kurs gäbe, der einem sagen würde, pass mal auf, leg mal immer 19% deiner Umsätze zur Seite auf ein Unterkonto, weil das ist für die Mehrwertsteuer. Und dann legst du noch mal ungefähr 50. Zur Sicherheit ja, oder 30-40% zur Seite für die sonstigen Ertragssteuern, Körperschaftsgewerbesteuern und sonstige Dinge, die dir irgendwie irgendwann um die Ohren fliegen. Und es kommt ja immer so dieser klassische Punkt, weißt du, du gründest eine Firma, im ersten Jahr lässt das Finanzamt dich in Ruhe, im zweiten Jahr hörst du auch noch nichts und im dritten Jahr sagen sie, ach, hören Sie mal, wir haben es ja mal angeguckt, zahlen Sie doch bitte jetzt mal die Steuern nach für Jahr 1 und Jahr 2 und weil das so schön ist, machen wir direkt nochmal auf Basis eines gewissen Wachstums einen Faktor für Jahr 3, eine Vorauszahlung. So, und das kriegst du doch gar nicht hin. Nee. Bringt dir auch wirklich keiner bei, ne? Also nein. Das ist ja der Oberhammer. Das bringt dir auch, selbst in der Uni bringt es dir keiner bei. Genau, unfassbar. Und damit bin ich natürlich wahnsinnig gegen die Wand gefahren. Ne? Und dann, ach, ich hatte so Probleme finanziell. Aber auch da habe ich mich immer wieder rausgeboxt, weil ich gesagt habe, okay, was ist der Engpass? Also auch da wieder, Engpass konzentriertes Ding. Was ist der Engpass? Der Engpass ist ja nicht, das Geschäftsmodell funktioniert nicht, sondern es war in der Steuerung waren da hier Fehler. Und dann habe ich mir Geschäftspartner geholt, die das ausgleichen. Und habe dann mir eine Geschäftspartnerin gesucht, auch durch Zufall habe ich die gefunden, die war auch deutlich älter als ich, die dieses Feld eben beherrschte und die hat einen Anteil an meiner Firma gekriegt und sehr clever, dann quasi den gegenüberliegenden Persönlichkeitstypen dazu geholt, ne? Habe ich immer. Wahrscheinlich ich mehr Eule dann, die Dame gewesen. Viel mehr Eule, die war 100% Eule. Und so habe ich das auch heute noch, ne? Ich habe keine einzige Firma alleine, weil ich nicht gut bin alleine. Das muss man dann auch erkennen. Und Frage habe ich noch, hol mich mal kurz in deinen Kopf, nachdem der Gerichtsvollzieher da war, weil das sind ja so Lebenspunkte, wo viele Menschen dann schon sagen, okay, das war jetzt die rote Karte, ich gehe in das Sicherheitssystem zurück. Ich lasse mich anstellen. Wie hast du es geschafft, diese Tür hinter dir zuzuschließen und sagen, okay, Fernseher ist jetzt weg, Computer auch, aber ich mache jetzt hier weiter und anstatt dich hinzusetzen und zu sagen, so, das war's jetzt.
Wo kam das her? Schwer zu sagen. Fokus. Vielleicht das Warum auch, war größer? Oder? Ja, natürlich. Das Warum war größer. Was auch immer das Warum ist, der Trieb war größer. Hm. Also aufgeben ist keine Option. Das klingt immer wie so ein platter, dahergequatschter Satz, aber das lebe ich. Ne? Hm. Und es ist einfach keine Option. Was hätte ich machen sollen? Aufhören und bei Aldi in der Kasse oder keine Ahnung? Nee, Gottes Willen. Also zudem kommt auch, dass ich immer schon sehr viele Biografien gelesen habe. Und da du ja überall hörst, ja, also alle, die irgendwie groß geworden sind, hatten ja auch mal mehrere Aufs und Abs. Und eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist das von Richard Branson, Losing Your Virginity oder Businesses wie Rock'n'Roll, das hat mehrere Titel. Ja. Der schildert das ja auch, ne? Ja. Alle, ausnahmslos alle. Genau. Ich kenne niemanden. Richtig. So, ja. Und deshalb, nein, so schütteln und weitermachen. Ne? Ich habe auch nie mich hingesetzt und geheult oder so. Jo, ich fand das dann scheiße. Aber dann habe ich gesagt, okay, was ist denn A, was ist die Alternative und B, wo willst du denn hin? Hm. Und dann habe ich einfach weitergemacht und habe mir die Geschäftspartner gesucht. Und mir war aber auch schon sehr schnell klar, weil ich, ähnlich wie du, ich war 2002 bei so einem Zertifizierungsseminar für so ein Persönlichkeitsdiagnostik-Tool, DISC, Insight, von Frank Scheelen. Und habe da schon auch früh so dieses Typologie-Modell kennengelernt und wusste sehr schnell eben dadurch auch so für mich aus der Metaebene heraus, okay, pass mal auf, das kannst du halt einfach nicht. Ja, wen brauche ich jetzt? Das ist ja auch clever. Genau. Oh, so, und dementsprechend war das für mich auch schnell wieder analytisch sehr schnell herleitbar. Okay, das Problem bist nicht du, das Problem ist nicht das Geschäftsmodell, das Problem ist, da ist etwas, was du nicht kannst, was du schlichtweg nicht gut gemacht hast. Also lass doch mal gucken, wie wir es besser machen. Ne? Hm. Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, okay, es fängt an zu laufen? Also jetzt kommt hier mal wirklich eine Summe rein, wo ich denke, oh wow, jetzt ist ja spannend. Als ich das Internet entdeckt habe. Denn ich habe dann angefangen, mein Geschäftsmodell ins Internet zu bringen. Ich habe eine Webplattform ins Leben gerufen, eine Internetplattform, habe über Werbung Geld angefangen zu verdienen, habe Webseitenbesucher auf die Seite gelenkt. Das war 2003, 2004 noch furchtbar leicht im Vergleich zu heute. Also ich meine, heute ist auch relativ leicht, aber damals gab es keine Richtlinien. Man konnte machen, was man wollte. Und da fing dann an, nennenswert Geld reinzukommen. Plus, das Zweite war, ich habe dann eine Coaching-Komponente mit in dieses Geschäft integriert und habe angefangen, meine Kunden nicht nur über Werbegelder Geld zu verdienen, sondern die auch zu coachen, ihr eigenes Unternehmen zu expandieren. Ne? Okay. Und das war halt mein Geschäftsmodell. Und das ging auf einmal dann richtig gut ab. Ja. Das ging richtig gut ab. Und das machst du ja heute noch, oder? Also Menschen zu helfen, ihr Business online zu bringen. Kann man das so zusammenfassen? Ist das dein Driver? Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist aber das kleinste Geschäft von mir. Das ist sicherlich nach außen hin das bekannteste, weil in den anderen ich schlichtweg nicht so irgendwie auftrete oder Reden halte oder Vorträge oder sonst wie. Aber ja, klar, das ist immer noch ein Teil dessen, was ich heute tue. Also ich liebe das, ich finde das ganz toll. Ist das die Golden Goose? Weil ich höre ja raus, du bist sehr diversifiziert. Ne? Du hast vorhin die Klaviatur gesagt, ich brauche nicht nur ein Stück, ich brauche nur eine Taste, ich brauche die Klaviatur vom Klavier. Ist das denn die Golden Goose immer noch, von dem du dann andere Businesses quasi aufbaust, dann daran investierst? Weil du hast mir vorhin erzählt, du hast insgesamt über 100 Angestellte auch, aber in deinem direkten Umfeld, also die, mit denen du direkt kommunizierst, so um die 20, 25, richtig? Ja, genau. Ja. Und das ist das, das Kerngeschäft? Also, wenn du willst, dass ich dir mal kurz erkläre, ich mache, kann ich das gerne mal machen. Also, ich habe meine erste Firma dann, nachdem ich sie komplett umstrukturiert habe, verkaufen können und bin dann über einen Mentor in mein neues Geschäftsmodell gerutscht. Das war dann ein Versandhandel für Kosmetikprodukte. Den haben wir aufgebaut zum absoluten Marktführer im deutschsprachigen Raum. Und das war, als wir es übernommen haben, furchtbar angestaubtes Versandhandelsunternehmen, wo Umsatz nur gemacht wurde, wenn die Mitte 60-Jährigen, die da saßen und ein Telefon klingelte, wenn die das Telefon in die Hand genommen haben. Wirklich, genau so war das. Dann wurde verpackt und verschickt. Ja, da haben wir gesagt, das können wir vielleicht besser machen.
Naja, auf jeden Fall haben wir diese Firma gekauft und dann von wirklich einem Trümmerhaufen zu Deutschlands absolut größten Kosmetik-Großhandel für Handnagel-Fußpflege-Bereich aufgebaut, aber im B2B-Bereich, kennt auch kein Mensch. Und auf jeden Fall habe ich dann da auch wieder drüber nachgedacht und gesagt, Mensch, also das, was wir da gemacht haben, das kann man ja vielleicht irgendwie auch systematisieren, denn wir haben ein Versandhandelsunternehmen aufgekauft, was irgendwie Schwierigkeiten hatte. Und das dann mit modernen Online-Marketing, E-Commerce-Techniken wachsen lassen. Ja, ich höre aber noch was raus. Du musst ja keinen Fetisch haben für Hand-, Nagel- und Fußpflege, um Marktführer in etwas zu sein. Ja, natürlich. Das sage ich auch meinen ganzen Leuten, die auf Vorträge immer zu mir kommen. Ne? Also ich werde ja irgendwie so immer gehandelt, als da, das ist der Unternehmer. Und dann kommen sie mal zu mir und sagen, ja, wie geht es denn? Und dann sage ich, pass mal auf, es gibt eigentlich nur zwei Unternehmertypen aus meiner Sicht. Es gibt die, die ihr Produkt, ihre Dienstleistungen lieben, da vielleicht auch selber eine Expertise drin haben und daraus ein Business aufbauen. Und es gibt aus meiner Sicht den zweiten Typ, ohne zu sagen, welcher besser ist. Und der zweite Typ liebt Unternehmertum und sagt, was das Unternehmen macht, ist erst einmal zweitrangig, solange es irgendwie vielleicht ethisch, moralisch vertreten kann, mache ich das. Ne? Und deshalb meine drei größten Märkte sind Kosmetik, Lebensmittel und Fitness, Nahrungsergänzungsmittel. Und da bin ich im Versandhandelsbereich aufgestellt. Das sind alles getrennte Gesellschaften. Wir haben zum Beispiel Europas größten Webshop für amerikanische Lebensmittel. Also wir importieren containerweise amerikanische Lebensmittel, also aus den USA, und vertreiben die in Europa. Ja. B2B, also auch B2C. Unsere Produkte findest du Rewe, Galeria, Kaufhof, ja. Amazon, aber eben auch in unserem eigenen Online-Shop. Ja. Das ist eine Unit, Kosmetik immer noch, aber da bin ich operativ überhaupt nicht mehr tätig. Und dann im Bereich Fitness haben wir eine größere Marke, My Daily Yes. Das ist eine Nahrungsergänzungsmittelmarke, die wir selber ins Leben gerufen haben. Wie vertreiben wir das? Relativ simpel. Wir haben vorne, Frontend, so ein Online-Abnehmprogramm, 7-Wochen-Challenge. Wahrscheinlich so Top 5 in Deutschland. Und unter der Motorhaube sind wir dann eigentlich im Versandhandel für Nahrungsergänzungsmittel. Also immer Versandhandel, E-Commerce, wir haben ein eigenes Lager, da ist ein Gabelstapler, da arbeitet der Waldemar als Chef vom Lager, plus 7 andere Leute, da sind Regale und ich liebe das, die Dinger zu verpacken und zu verschicken. Ich höre aber auch raus, also quasi dieser Mantel drumherum ist ja der gleiche. Weil genau. Ob du jetzt Lebensmittel verschickst oder Nagelprodukte oder Abnehmpulver, das ist ja vollkommen Wurst. Das genau. Muster ist ja das gleiche. So, genau das. Das Muster ist das gleiche und genau deswegen gibt es eben auch diese Vielzahl von Firmen, weil ich daneben noch ein paar Beteiligungen habe, auch in eigenen Beteiligungsholdings gebündelt, wo wir solche Unternehmen übernehmen, wenn wir es uns denn zutrauen und sagen, ja, das ist ein guter Case, da kann man mal investieren oder kaufen. Und die dann eben immer nach dem gleichen Schema wachsen zu lassen. Es ist relativ simpel, wenn du weißt, wie es geht. Ne? Ich höre aber auch raus, es sind alles keine... Oder vielleicht ist es ja gar nicht extra, die sind alles keine High-End-Produkte, nicht diese 1.000-Euro-Produkte, sondern 5.000 mal 35 Euro. Ne? Oder ich mehr. Genau. Ich habe, als ich Anfang 20 war, saß ich mal mit Jürgen Hühold zusammen. Kennt kein Mensch, Unternehmer kennen ihn. Das ist der Gründer vom Studienkreis. Ah, Riesenunternehmen, hat das Ding für irgendwie 40 Millionen Euro an den Cornelsen-Verlag verkloppt. Ja. Und war für mich ein wahnsinniges Vorbild und naja, ich kenne ihn halt und dann saßen wir mal zusammen und dann sagte mir zwei Sachen. Er sagt, Herr Fein, es war noch nie leicht, an andere Leute Geld zu kommen. Und das Zweite, was Sie wissen müssen, ist, wenn Sie ein großes, großes Unternehmen aufbauen möchten, dann gucken Sie doch, dass Sie Hunderttausende oder Millionen von Menschen haben, die bei Ihnen kaufen und auch gerne immer wieder kaufen. Mhm. Und das hat bei mir gearbeitet. Ne? Mhm. Und deshalb genau richtig, ich habe gar nicht so diese großen Dinge, sondern es sind alles... Millionen von kleinen. Genau. Ja. Und oft Verbrauchsprodukte, weil es so eingebautes Abo. Hast du dich denn selber in Nagelstudios gelegt? Hast gesagt, hier mach mal den Nägel schön mit der Creme drauf? Oder ist es eher so, nee, das ist ein Business, existiert schon, brauche ich gar nicht machen? Nein, natürlich. Also bevor ich dieses Ding gekauft habe, bin ich in Nagelstudios reingegangen. Also ich habe erst mit meinem Geschäftspartner zusammen eine Nagelstudio-Kette gekauft, Deutschlands größte. Und da bin ich reingegangen, bevor ich sie gekauft habe, bin ich reingegangen in Essen auf Rüttenscheider Straße in so ein Geschäft, Fresh Nails heißt das Ding. Und die Mädels hatten nichts zu tun, ne, die Mitarbeiterin. Kein Kunde war da dran. Die unterhielten sich. Ich gehe da rein, ich so, ja, hallo. Ich hätte gerne einmal den Nägel schön. Genau, genau. Und die gucken mich an. Nee, wir haben gerade keine Zeit. Und unterhielten sich. Und ich so, ah, okay. Und dann bin ich rausgegangen, habe meinen Geschäftspartner angerufen und gesagt, Stefan,
Ich mach das. Ich mach mit. Das läuft. Da kann man besser machen. Und dann natürlich, also ich habe mich jahrelang immer wieder, tagelang, wochenlang in Nagelstudios reingestellt. Ich habe nie selber Modellagen oder Maniküren gemacht. Das war auch nicht mein Ziel. Aber ich wollte die betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen Abläufe wollte ich verstehen. Mhm. Und habe dadurch, ich habe über 1000 Nageldesignerinnen, glaube ich, in meinem Leben im Bereich Verkauf geschult. Also wirklich von der Bühne die Mädels geschult, weil das alles unsere Mitarbeiterinnen oder aber Kundinnen waren. Und deswegen, dafür haben sie mich auch geliebt, tun sie auch heute noch. Und deswegen, das war auch einer der Schlüssel, warum wir dieses Unternehmen so groß gemacht haben. Alle haben mir gesagt, boah, die Bude können wir nicht kaufen, das ist irgendwie, die sind pleite und das wird nichts mehr. Hinterher waren wir Marktführer und dann haben sie gefragt, boah, wie hast du denn das gemacht? Mhm. Ja, weil ich deren Sprache verstand und wusste, wie sind die Abläufe. Wahrscheinlich und, Delfinwale viele, oder, die da arbeiten? Ja, natürlich, das sind Delfinwale, ja, total. Woher hast du denn die Affinität Bühne dann bekommen, zu sagen, okay, ich gebe mein Wissen weiter? Du hättest ja auch zu einem Unternehmer werden können, der sagt, du pass auf, alles Suche, ich gehe auf die Yacht, machen ja auch viele. Also ich habe ein wahnsinniges Aufmerksamkeitsdefizit, das muss man nur sagen, Syndrom. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht so genau, wieso, ob ich sie nicht genug gekriegt habe als Kind, kann sein. Meine Mutter hat mir mal einen Aufkleber geschenkt. Das fand ich eigentlich völlig kacke. Da stand drauf, in mir schlummert ein Genie, aber das Luder wacht nicht auf. Das ist eigentlich sehr gemein, ist dann irgendwie neunjährigen Kind so einen Aufkleber zu schenken. Und den habe ich dann, weil ich nicht so genau wusste, was es ist, habe ich den damals an mein Hochbett geklebt. Aber der hat ja gearbeitet in meinem Kopf. Ne? Und irgendwie wurde mir immer vermittelt, zumindest ist es so mit mir hängen geblieben, ja, du bist ein ganz netter und so, aber so für richtig gut reicht es nicht. Mhm. Das ist irgendwie so die Message, die in mir hängen geblieben ist. Immer schon, auch in der Schule. So dieses, du bist nett und bist beliebt, aber für richtig gut reicht es nicht. Mhm. Und das ist mit Sicherheit ganz stark in mir drin, dass ich es allen halt zeige. Ne? Dieses Benzin dann, ne? Das dann weiterläuft. Okay, krass. Alleine das zu hören, was ein Aufkleber ausmachen kann. Ne? Ich meine, wenn man Eltern ist, was so Kleinigkeiten in Kindern machen, ein Satz, ein falscher Satz, ein Aufkleber, ein falsches Geschenk, du gibst dem einen was, dem anderen nicht. Das kann das Leben beeinflussen. Ist auch so. Ne? Also heute, klar, ich bin schlau genug zu verstehen, dass meine Eltern, meine Mutter, wer immer, das nicht böse meinen. Ne? Aber es ist, du hast ja auch zwei kleine Kinder, ich ja genauso, ich glaube, die sind sogar gleich alt. Mhm. Ich versuche da schon sensibel drauf zu achten. Mhm. Weil genau, das arbeitet Jahrzehnte. Ne? Das ist irre. Wie kriegst du denn diesen Spagat hin jetzt zwischen Privatleben und den ganzen Businesses? Also was ich immer witzig finde, jetzt, du sitzt da ja wirklich so total locker, siehst gut aus, gebräunt, ne? Wenn ich mir vorstelle, was das eine Arbeit ist, alleine diese ganzen Bälle in der Luft zu halten, wie kriegst du diesen Spagat hin? Das eine ist der Drive, das Benzin, aber wie schaffst du das? Also, erst einmal, das, was ich mache, würde ich niemandem empfehlen zu tun, zumindest nicht damit zu beginnen. Das sieht jetzt immer alles so leicht aus, aber viele sagen mir immer, weil wenn ich auf der Bühne bin, predige ich immer drei Bälle. Mach nie mit mehr als drei Bällen jonglieren, auch nicht in deinem Unternehmen, weil sonst verzettelst du dich, die Dinger fallen runter und du kriegst nichts mehr umgesetzt. Und dann gucken sie mich an und sagen, ja, aber du, was machst du denn, du hast ja ganz viel. Und dann sage ich, ja, aber erstens, ich mache immer nur das Gleiche, in jeder meiner Firmen mache ich immer nur das Gleiche, das, was ich kann. Mhm. Und zweitens, ich habe da ja auch für gebraucht. Ich habe ja nicht direkt mit 30 Sachen angefangen, sondern mit einer Sache. Ja. Also das mal das Erste, nur zur Richtigstellung, so als Ratschlag. Aber wie kriege ich das alles hin? Ich bin ein Ganzes. Für mich gibt es nicht Geschäft, privat, Beruf, privat, Unternehmen, privat, das gibt es nicht. Es ist eins. Das ist sicherlich für meine Frau nicht ganz leicht. Meine Kinder, gut, die kennen das nicht anders, bis jetzt zumindest. Ich bin da nicht gut drin. Ich bin da kein Vorbild. Ich bin da Lernender, das gut hinzukriegen mit meiner Familie. Könnt ihr euch Auszeiten nur für uns? Ja, machen wir. Also insbesondere dieses Jahr ist ein ganz besonderes. Wir waren jetzt schon anderthalb Monate am Stück mehr oder weniger im Urlaub. Auch so ein bisschen gezwungen, weil unser neues Haus, um das wir einziehen, erst im November fertig wird. ich war jetzt gerade letzte Woche eine Woche in Düsseldorf an der Firma. Ne? Aber davor waren wir Sardinien, Kitzbühel und jetzt bin ich hier wieder in Bayern und im Oktober bin ich wieder auf Malle. Aber wie kriege ich das hin? Nicht gut. Mhm. Ich kriege das nicht gut hin. Trotzdem versuche ich, wenn ich da bin, da zu sein. Das ist ja auch sowas, was ich von Jim Rohn mal gehört und gelesen habe. So, also, whatever you do, be there. Be there when you are there, ja.
Genau, und das versuche ich, aber da bin ich auch nicht gut drin. Also da in dem Bereich würde ich jetzt nicht unbedingt mich hier zutrauen, Kurse zu geben. Ja, wenn du Jim Rohn zitierst, bist du jemand, der viel dieser großen Elemente versucht ins Leben zu nehmen? Er sagt ja zum Beispiel auch, wenn du essen gehst, ich nehme an, ich bin jetzt Kellner, du bist bei mir im Restaurant, Rechnung ist 40 Euro. Bist du derjenige, der dann Jim Rohn-Style sagt, okay, ich gebe 60, wenn es gut war, 50, wenn es Mitte war? Bist du großzügig? Wie tickst du? Ich bin sehr großzügig. Ich bin ein wahnsinnig großzügiger Mensch, vielleicht oft zu großzügig sogar, wenn du meine Frau hörst, die ist Schwäbin. Punkt. Ich bin sehr, sehr großzügig, sowohl meinen Kindern gegenüber als auch meinen Mitmenschen gegenüber. Und ich glaube, ich bin sogar auch ein echter Freund. Also ich bin so jemand, du kannst mich nachts um 3 anrufen und sagen, hey, ich habe folgendes Problem, glaub mal, ich komme, ich bin da. Erwarte ich auch von meinen Freunden, aber ja, sehr, sehr großzügig. Und also, wie kriege ich das alles hin? Mit meiner Frau an meiner Seite kriege ich das hin. Das klingt ein bisschen kitschig und so, ne? Aber ohne die wäre ich nicht lebensfähig. Das muss man schon mal so klar sagen. Das heißt, sie ist dein Gegenpol. Das ist bei mir ja genauso. Ohne die Rita würde es alles nicht funktionieren, weil mir dann die anderen 50% von Liebe und diesem Zuhause fehlen würden. Ist das bei euch auch so? Ja, völlig. Völlig so. Und meine Frau, die erdet mich auch, ne? Weil ich komme von einer Veranstaltung, 1000 Mal haben mir zugehört, wollen Autogramme, Fotos. Und dann komme ich nach Hause und dann sagt die halt, ja, hier, nimm mal Müll raus. Die Windel ist voll. Ja. So, ja. Pappmüll muss noch gebracht werden. Genau. So, das ist doch gut so. Das ist alles gut. Okay. Dann lass uns mal im letzten Drittel dahin kommen, wenn ich jetzt junger Unternehmer bin und ich möchte mich gerne in der Online-Welt selbstständig machen, möchte vielleicht auch einen Versandhandel machen, möchte von Pascal ein paar goldene Hacks bekommen. Gibt es sowas überhaupt oder gibt es das gar nicht? Muss jeder diese Erfahrung machen oder gibt es da so ein Mentoring-Programm, wo ich mich andocken kann? Also, ja, natürlich gibt es Shortcuts und sogenannte Hacks, ne? Selbstverständlich. Also, kannst du die Frage ein bisschen präzisieren? Ja, ich mache ja die Podcasts sowieso eigentlich nur, weil ich ja für mich was lernen will und da dürfen viele zuhören. Ganz praktisch, wir machen jetzt unseren eigenen Online-Shop. Da kommen unsere Produkte rein, Bewohnerbänder, Tiere, T-Shirts, Kappen und das gesamte Programm, weil wir gelernt haben, die Menschen wollen das haben. Was sind Hacks, damit online entweder noch mehr Leute das kaufen oder damit es gut funktioniert? Oh, das sind wahnsinnig viele. Ich fange mal vorne an. Ja. Wenn du Online-Produkte verkaufen möchtest oder Dienstleistungen, dann sag ich immer, hör auf, im ersten Schritt zu verkaufen. Denn Online-Verkauf, generell Verkauf, bedeutet ja, ich habe genug Vertrauen und Sicherheit als Konsument, um die Kaufentscheidung zu treffen. So, wenn du nicht gerade Zalando oder Amazon bist, würde ich von daher im ersten Schritt nicht verkaufen. Ich gebe dir ein Beispiel, wie ich es im Kosmetikbereich gemacht habe. Wir haben einen riesen Kosmetik-Shop, den größten B2B-Shop, tausende Produkte, wirklich tausende. Und klar schalte ich auch Google AdWords und Facebook und sonst wie Werbung da drauf, dass die Leute kaufen. Aber was ich parallel immer mache, ist, ich gucke, wie baue ich Zielgruppenbesitz auf? Weil Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Ich sage, benutze immer das Wort, okay, bau dir eine durstige Masse Menschen auf und serviere ein Glas Wasser nach dem anderen. Und diese Gläser Wasser sind deine Dienstleistungen, sind deine Produkte. Aber wenn die Leute einmal Fan sind und du sie hast, dann bist du im Driver Seat und machst eben nicht mehr Wartemarketing und wartest mal, bis einer kauft, sondern dann bist du aktiv und kannst Sachen rausschicken und sagen, Tag, das ist mein Angebot, wie werden wir kaufen? Ja. So, was im Kosmetikbereich habe ich Folgendes gemacht, auch wieder ein Learning, weil ich stand halt in den Läden drin in Nagelstudios wochenlang, wusste, wie es läuft, also habe ich gesagt, pass mal auf, meine Kundinnen, Nagelstudios, jo, die wollen Nagelfeilen, Modellagemittel, Maniküreprodukte, wollen die alles kaufen, ist nett, aber was die eigentlich wollen, das sage ich auch in meinen Vorträgen, das ist so dieser 6 Uhr morgens Gedanke. Der 6 Uhr morgens Gedanke ist der Gedanke deines Kunden, der steht ja morgens früh auf, schlägt sich vom Kopf und sagt, das will ich. Die wacht ja nicht morgens früh auf und sagt, eine Feile. eine schönere Feile, das wär's. Also mach die. Das will mein Leben jetzt rund machen. So, genau. Sondern die sagt, boah, dieser 3er BMW Cabrio, oh, das wäre toll. Oder diese Louis Vuitton-Handtasche, oh, die Victoria Beckham auch hat, kostet zwar 2000 Euro, aber die wäre toll. So wacht die ja auf. Also habe ich mir hingesetzt und gesagt, pass mal auf, ich schreibe mal einen Ratgeber. Mit diesen Tricks steigern Sie sofort den Maniküre-Umsatz in Ihrem Beauty-Studio. Habe das runtergeschrieben, waren irgendwie 12 Seiten oder was. Und dann habe ich gesagt, okay, das biete ich jetzt gratis mal auf meinen Webseiten an. Da schicke ich jetzt mal die Zielgruppe drauf und nicht auf, hier ist die Nagelfeile. Und dann habe ich gesagt, okay, das Ganze muss ich aber noch ein bisschen schicker machen. Nur so ein E-Book ist mir zu wenig.
Also habe ich das Ganze in ein Hörbuch verwandelt und sprechen lassen von der deutschen Hollywood-Stimme von George Clooney. Habe das eben vertonen lassen und habe das auf meiner Seite gratis zum Download angeboten. Und das ist auch so einer der Schlüsselsätze. Fang gratis an, ein Tauschgeschäft zu initiieren. Tauschgeschäft lautet Geschenk gegen Daten. Und Daten sind E-Mail-Adressen. Klar. Und E-Mail-Adressen, Zielgruppenbesitz ist der größte Asset in einem Unternehmen. Immer. Ja. Punkt. Mhm. Es sei denn, du bist Coca-Cola und hast irgendeine Magic-Formel, aber auch die bringt dir nichts ohne Zielgruppenbesitz. Klar. So, und mit so. Die verwässerst du wahrscheinlich auch nicht, die behältst du, ne? Weil ich kriege ganz oft Angebote, wo Leute sagen: Herr Beck, wir haben jetzt so um die 20.000, die schon auf Seminaren waren oder das interessiert. Da kommen natürlich jetzt ganz viele Speaker und sagen: Gib mir mal 1.000 davon. Ja. Don't do it. Nee, machen wir auch nicht. Ja, würde ich auch nicht tun. Also ich kriege auch, jeden Tag kriege ich Anfragen, hör mal, wollen wir nicht, und du, ich schicke auch für dich raus, und dann sage ich, so interessant brauche ich nicht. Ja? genau, also Zielgruppenbesitz aufbauen, und so habe ich dann, wenn mich die Leute fragen, ja, also da hat die ganze Branche geguckt, was macht ihr jetzt mit dem Hörbuch mit George Clooney, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann habe ich, und da auch wieder unternehmerisch sein, nicht immer nur Google, AdWords, Facebook denken, sondern ich habe mir immer mal diesen Begriff ausgedacht, Zielgruppenbesitzpartner. Das heißt, ich habe geguckt in der Branche, welche anderen Firmen haben denn die gleiche Zielgruppe wie ich, die ich anzapfen kann. Und habe geguckt, okay, Magazine gibt es, die haben auch eine Webseite, beautyforum.de oder Nailpro, wer kennt sie nicht. Und da bin ich auf deren Webseite gegangen, und dann siehe da, haben die dann Feld zum Newsletter anmelden. Ich so, ach Mensch, da machen ja vielleicht ein paar. Ich da angerufen, guten Tag, ich bin's. Ich würde gerne ihren Newsletter buchen. Die so, hä, wie? Ich so, ja, ich würde den gerne buchen. Ich würde da gerne Werbung drin schalten. Das ist nicht vorgesehen. Ich so, ja, okay. Wer kann das denn entscheiden? Weil ich will ihnen da gerne Geld für geben. Sie haben ja eine Zeitung, da kann ich eine Anzeige kaufen, Sie kriegen Geld von mir. Das mache ich, jetzt will ich aber auch Ihren Newsletter, zahle ich auch Geld für. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich eben hingekriegt. Dann habe ich diesen Newsletter gebucht, und alle hätten so Folgendes getan, die hätten da ihre Top-Seller-Produkte abgebildet und gesagt, jetzt kaufen. Habe ich nicht gemacht. Ich habe nur gesagt, ich habe für Sie diesen Ratgeber geschrieben, das sind Ihre Benefits. Sie lernen, wie Sie mehr Umsatz generieren, Sie lernen, wie Sie mit weniger Arbeit unterm Strich mehr haben, wie Sie Ihre Mitarbeiter bezahlen können. Das Ganze George Clooney im Ohr. Mit George Clooney, genau. Jetzt downloaden. Und die sind abgegangen. So, und jetzt kommt's, jetzt haben die sich eingetragen. Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich natürlich, und jetzt wieder E-Commerce, ja, habe gesagt, alles klar, jetzt mache ich eine Erstkaufincentivierung. Also ganz simpel. Ich habe gesagt, die haben sich jetzt eingetragen, Tag, hier ist dein Hörbuch, und jetzt besonders Bonbon, hier ist ein 20-Euro-Gutschein für meinen Online-Shop. Gilt aber nur 48 Stunden. Jetzt einlösen. Die es nicht eingelöst haben nach 24 Stunden, haben eine E-Mail gekriegt. Hey, vielleicht hast du es noch nicht gesehen, aber dein Gutscheincode läuft ab, nur noch 24 Stunden. Kann man sich ja programmieren lassen. Und siehe da, die Leute fingen an zu kaufen. Und dann hatte ich sie. Und klar, die noch nicht gekauft haben, die habe ich aber auch mit E-Mails versorgt, mit meinen Aktionen. Das ist der nächste Tipp. Teilt doch das Jahr in Anlässe. Denn wenn du willst, dass die Kunden bei dir kaufen, dann schaffe Anlässe und lade sie an. Das ist wie, wenn du keine Freunde hast, zieh es irgendwo hin. Ja, dann würde ich sagen, mach Grillfest, doch Sommer. Ja, genau, mach ein Spaghetti-Essen und sprich alle Leute an, die du irgendwie siehst, wo du sagst, Mensch, die sieht nett aus, der sieht nett aus, und lad sie ein. Dann kommen welche, danach hast du Freunde. Das ist bei Kundengewinnen nicht anders, ne? Ja. Ist das also von daher. Hedge, 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 Hook, also geben, geben, genau. Geben, nehmen. Exakt, exakt das, ja. Genau das ist das. Spannend. Super spannend. So. Ich glaube, alleine das wird vielen nochmal die Augen öffnen. Es ist ja alles gar nicht so schwer, ne, wenn wir ehrlich sind. Es ist nicht. Und wir haben jetzt eine rote Linie. Anstatt zu sagen, ich bin der Geilste, beantwortest du von Anfang an die Frage, was habe ich davon? Ja, also was hast du davon? Ja, und das hast du gemacht damals bei Eismann und in den Bewerbungen und jetzt immer noch. Das Muster ist das Gleiche. Ja, spannend. Das stimmt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir sind schon 50 Minuten drin. Wir machen all diese Dinge unten in die Shownotes rein. Auch, du hast einen YouTube-Kanal, ne, der super spannend ist, wo du hast vorhin gesagt, deinen eigenen Fernsehsender. Erzähl mal kurz, was ist das? Ich habe einen Fernsehsender auf YouTube. Das ist mehr Geschäft. Ne? Gehst du auf YouTube, gibt es ein mehr Geschäft, also M-E-H-R, und dann Geschäft. Nicht mehr mit Doppel-E. Ich dachte, du machst noch, passend zu dir wird aber auch noch Aquarienbedarf. Genau. Nee. Also es ist mehr Geschäft, und das ist halt, weil logischerweise durch die ganzen Speaking-Auftritte, die ich habe, fragen die Leute, wie machst du das, und kannst du mir mal Tipps geben? Und ja, mache ich bei mehr Geschäft. Mhm. Und mehr Geschäft ist ein YouTube-Kanal, mit dem wir ein Ziel haben, Leuten, die ein Online-Geschäft aufbauen möchten,
Zeig mir da, wie es geht. Und in dieser Branche Online-Marketing, Online-Geld verdienen, Online-Erfolg, da gibt es ja so wahnsinnig viele Dampfplauderer. Ja? Die haben irgendwie mal ein E-Book gelesen in den USA und sagen jetzt anderen, wie man reich wird. Ja. Kann man machen, finde ich halt doof. Und ich sage halt, nee, pass mal auf, das ist alles Käse. Wir geben einfach alles preis, was wir wissen in diesem YouTube-Kanal. Und das meinen wir ernst. Und dieses Feedback kriegen wir auch. Und wir kriegen regelmäßig dieses Feedback, boah, ist das geil, jetzt muss ich ja überhaupt keine Kurse mehr für teures Geld kaufen, hier kriege ich ja mehr. Ja, genau so ist das auch. Cool. Und das Besondere ist, wir machen immer nur Motorhaube auf, lassen mal in unseren Motor blicken, wie wir es in den eigenen Unternehmen machen. Und das Wissen geben wir halt weiter. Toll. Also bitte, bitte abonnieren. Ja, machen wir auch unten in die Shownotes rein. Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ganz am Ende eines jeden Podcasts stelle ich allen immer die gleichen Fragen. Und ich finde es immer spannend, aus welchem Blickwinkel das beantwortet wird. Nach all dem, was du jetzt aufgebaut hast, was bedeutet für dich heute Freiheit? Was ist frei sein? Ah, du, zu jeder Zeit genau das tun zu können und mit wem ich will tun zu können, was gerade mein Herzenswunsch ist. Mhm. Das bedeutet für mich Freiheit und da ist was ganz Besonderes damit, denn mein Herzenswunsch kann sich auch mal ändern. Mhm. Ja? Wenn es gerade mein Herzenswunsch ist, jetzt wahnsinnig viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu wollen, dann mache ich das und die Freiheit habe ich. Wenn es aber jetzt gerade mein Herzenswunsch ist, in einer Firma gewisse Dinge zu machen oder jetzt in die USA zu fliegen zu irgendeinem Seminar, dann mache ich das, so wie nächste Woche. Mhm. Also zu jeder Zeit genau das tun zu können, mit wem ich will, was ich will. Das können auch so profane Sachen sein, wie ich will mir neue Felgen kaufen für mein Auto, wenn ich jetzt gerade will, dann mache ich das halt. Du hast gerade im Quersatz noch was gesagt, ein Pascal fliegt immer noch, ich sage das immer noch, zu Seminaren in die USA und sich weiterzubilden, du bist nicht fertig. Niemals, also ich lese im Monat locker 3 Bücher und bin bei vielen Seminaren, ja. Geld ist? Super. Es war einfach. Persönlich wachse ich, indem ich kontinuierlich lese, mich weiterbilde, zuhöre und versuche demütig zu sein. Das ist auch nicht ganz einfach, ne? Also insbesondere, wenn du so permanent in diesem High-Fly-Tempo drin bist. Ich versuche mich aber immer wieder zu erden. Ich gehe spazieren und überlege, pass mal auf, also du bist so unwichtig. Hör mal darauf, was das Umfeld sagt und sei mal dankbar, sei aber auch mal sensibel für, was ist eigentlich jetzt gerade wichtig, was ist wirklich wichtig. Hör ich auch eine leicht spirituelle Seite raus, ne? Also total. Machst du sowas, meditieren, in die Kerze gucken, morgen, machen ja Leute, gibt ja 7000 verschiedene Rituale, was ist so deins? Meins ist Sport. Also ich mache sehr viel Sport, gehe laufen. Ich habe auch mal in so einem Interview, da bin ich viel für zitiert gesagt, ich versuche halt morgens früh mich selbst zu besiegen. Ne? Wenn ich 6.30 Uhr laufen gehe, ob Schnee, Hagel, Regen, Sonne, egal. Ob Sonntag, egal, 6.30 Uhr. Und dann ist so der erste Sieg über mich selber morgens früh. Und beim Laufen, egal welche Uhrzeit, komme ich so völlig in das Meditative, denke über Dinge nach. Das versuche ich. Also das Meditieren versuche ich, ja. Okay. Total. Total. Deutschland, Österreich und die Schweiz werden in den nächsten 10 Jahren. Achso, ich habe ja zugehört. Ja, was? Genau, du musst den Satz werden zu Ende machen. Werden in den nächsten 10 Jahren noch schönere, tollere Länder, als es jetzt sind und wahnsinnig viele Möglichkeiten bieten, online Geschäftsmodelle aufzubauen, mit denen man reich wird. Okay, das heißt, bei allen Unkenrufen, die wir gerade so hören, machst du nicht mit? Ach, guck mal, Rockefeller, der damals reichste Mensch der Welt, wurde ja auf die Frage, Herr Rockefeller, wie haben Sie es geschafft, in Zeiten der größten Wirtschaftskrise dieses unfassbare Vermögen aufzubauen? Und er sagte, naja, ich hatte einfach keine Zeit, die Zeitung zu lesen. Weißt du, also mach doch einfach deine eigene Konjunktur und lass dir von den ganzen Affen nicht erzählen, dass das schlecht ist. Ich lese keine Zeitung, ich gucke auch kein Fernsehen. Ich bin glücklich. Das ist ja eine Entscheidung. Glück ist ja eine Entscheidung. Ja, seh ich ganz genauso. Wenn du solche Dinge erlebst, wie jetzt die Wahl und so, wie informierst du dich über sowas? Hast du eine App oder erzählen die Leute es dir sowieso? Also du kriegst es ja eh mit, wenn du auf Facebook guckst, ne? Also ich glaube, man kann das nicht. Facebook machst du schon, also da als Quelle. Ja. Aber ich belächle das, ne? Also ich habe mal irgendwie sehr, sehr früh habe ich mal den schlauen Satz von Lothar Sloterdijk, das ist so ein Philosoph, gehört, wir wählen ja nicht, wir drücken nur Illusionen aus. Und so sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass du, egal wen du wählst, dass du dadurch tatsächlich maßgeblich
also maßgeblich Veränderungen herbeiführst. Im holistischen Ansatz, das Ganze. Richtig, genau. Ich halte es für sehr wichtig, wählen zu gehen. Ich gehe auch wählen. Ich mache Briefwahl. Aber selbst, also bitte wählen gehen, mich nicht falsch verstehen. Aber jetzt gestern Abend, ob er den Schulz wählt oder die Mutti Merkel, das ist sowas von egal. Es wird die Person gewählt und das ist sowieso nur eine Illusion. Und das, wenn du jetzt einen Schulz wählst und der an die Macht kommt, dass er dann auf einmal anders wird, das ist doch völliger Quatsch. Also von daher, ich nehme das alles zur Kenntnis, ist alles in Ordnung, aber ich mache meine eigene Konjunktur. Wie gehst du mit, das gehört jetzt gar nicht so, das ist mir gerade eingefallen, wie gehst du denn mit Kritikern um? Weil ich glaube, wenn deine Fläche wird ja immer größer, ne? Also ich sehe dich ja auf vielen Bühnen, ich habe dich auch auf der Contra gesehen und da gibt es wahrscheinlich die große Gruppe, die sagen, oh geil, und da werden da zwischendurch auch mal richtig fiese Sachen geschossen kommen, ne? Wie gehst du damit um? Weil das killt viele im Anfang, weißt du, ich höre ja, bei vielen, die gerade anfangen, so, ich habe ein YouTube-Video gemacht, 900 Leute haben gesagt, wie toll es war und ich zeige dir mal die drei Sachen, was mir geschrieben wurde, ich mach's nie wieder. Also erstens, das ist ja Tony Robbins, ne? Das, worauf du dich konzentrierst, wird größer. Aber ich will es sehr simpel mal als Beispiel geben. Ja? Ich habe zwei kleine Kinder. Jetzt waren wir letztens wieder in Kitzbühel mit dem Auto dahin gefahren. Was machen die? Die kriegen das Handy in der Hand und gucken YouTube. So, jetzt sind die 2 und 5. Was gucken die? Pumuckl. Und ich glaube, wir zwei sind uns einig, Pumuckl ist ein echt super Typ. Ne? Marcel, Pumuckl, super Typen. Ja. Super. Ja. Pass auf, Pumuckl-Video, YouTube. Pumuckl hat schneit oder Pumuckl hat die Pfeile versteckt. Egal was. 250.000 Aufrufe. Ja. Jetzt hat das Video 1.500 Daumen nach oben und Achtung, 385 Daumen nach unten. Und was sind das für Menschen, die dem Pumuckl-Video einen Daumen nach unten geben? Was? Das sind die gleichen, die sagen, das, was ich mache, ist scheiße. Das sollen sie auch tun, aber... Weißt du, das ist so egal. Ne? Okay. Das, worauf du dich fokussiert, wird größer. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hat gesagt, Pascal, du musst mal das Austragungsfeedback bei uns im Newsletter lesen, was die Leute da schreiben. Da sind echt interessante Sachen bei. Da habe ich gesagt, du kannst mich mal. Wieso soll ich denn diese Scheiße lesen? Mhm. Also wie gehe ich mit Kritik um? Pumuckl. Internetkritik, Pumuckl, ne? Komm, halt Fresse. Mhm. So. Persönliche Kritik nehme ich sehr ernst. Das hatte ich jetzt zu eingangs mal gesagt. Man kann mich sehr stark treffen. Das berührt mich auch. Aber ich diskutiere das dann auch oft mit meiner Frau und die ist einfach schlau. Die sagt dann so Sätze wie, ja, du kannst das ja nicht jedem recht machen. Und dann ich so, ja, hast recht. So, ne? Also ich glaube, wenn du eine Basis hast, die dich auffängt, dann ist das alles in Ordnung. Mhm. Wenn jetzt der Großteil meiner Kundschaft anfangen würde zu sagen, ja, das, was der macht, das ist schlecht, das ist falsch, der lügt, dann würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Aber solange doch die Mehrheit positiv ist, dann konzentriere dich doch bitte auf das Positive. Ja. Und dann bist du wieder bei Tony Robbins. Das, worauf du dich fokussierst, wird größer. Wächst. Ja. Sehr, sehr spannend. Letzte Frage. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin, muss nicht mal ein physischer Ort sein. Ja, komm, lass uns hier die Kitschveranstaltung voll machen. Der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin, ist in meiner kleinen Familie. Ja? Mit meiner Frau, meinen beiden Kindern. Das ist sowieso schon mal so das Wichtigste. Aber ansonsten, ich liebe die Welt. Ja? Also ich bin wahnsinnig gerne in Kanada, in den Bergen. Ich bin aber auch wahnsinnig gerne auf Mallorca. Es gibt so viel Schönes, ja. Und das ist doch ein tolles Endwort. Und allen, denen es aufgefallen ist, dass Pascal und ich original den gleichen Akzent sprechen, liegt daran, dass wir aus derselben Stadt kommen. Ne? Da kommt das Ed und das Ed nämlich her. Horst Tappert kommt daher. Machen wir mal ein bisschen Werbung für Wuppertal für ein schönes Wochenende. Bist du da zwischendurch mal? Bist du mal in Wuppertal? Ich war jetzt, ja, meine Oma besuchen ab und an. Meine Geschwister wohnen noch in Wuppertal. Ja. Also ab und an bin ich in Wuppertal. Ja, ja, ich auch. Ich habe einige Kunden dort. Das ist ziemlich lustig. Und ein paar gute Freunde von früher. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet die bitte bei iTunes. Sagt uns, was wir gut machen, was wir besser machen können. Pumuckl nach oben, Pumuckl nach unten. Und alle Infos zu Pascal Fell machen wir unten in die Shownotes rein. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Alle weiteren Folgen findet ihr dann unter www.tobias-beck.com/podcast. Und das war eine richtig spannende Folge. Ich hoffe, nicht die letzte mit dir. Ich glaube, wir hätten noch ein paar Stunden weiterreden können. Ja, absolut, absolut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.